Und damit herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Age of Arkhan Projekt mit dem Ischtur. Hallöchen, ihr Lieben. So, eigentlich wollten wir nicht mehr aufnehmen bis zum Livestream. Doch, du ja. Ja, eine Folge fehlt mir ja noch. Genau, stimmt. Nur bei mir wäre es jetzt eigentlich schon komplett. Warum folgt Hundi mir? Ich habe hier gerade ganz komische Töne gehört. Ich sage erstmal hallo, irgendjemand ist hier auf dem Server. Kine, Mister. Aha, ich weiß ohne Scheiß nicht, wer das ist. Oh, jetzt komm doch rein hier. So. Und was liegt vor heute an? Muss ich mir langsam mal gucken, dass ich eine stabile Nahrungs... Ne? Ja. Zusammenkriege, also... Das so viel habe ich auch nicht. Wird ja langsam lästig. Das wird's echt. So, was ich machen wollte, ist eben... Wir haben Eimer in der Tasche, also wir wollten Lava suchen. Genau. Das weiß ich auch noch. Bloß wollte ich kurz oben mein Dach... ganz kurz ein bisschen machen. Bevor ich das vergesse, weil da habe ich das... Ah, das ist schon so gut wie fertig. Genau, da habe ich ja schon angefangen gehabt. Bloß da kam irgendwas dazwischen, dann habe ich es nicht vollendet. So, und wie ich im letzten Part gesagt habe, jetzt sogar mit neuer Musik in petto. Ja, weiter. Ach so. Wie? Es hörte sich so an, als wenn du noch was sagen wolltest. Nee, das war es eigentlich schon. So, ich wollte heute eigentlich ein paar Wege verlegen, aber erstmal suchen wir Lava. Und da haben wir ja, oder habe ich was auf der Karte gesehen, das kann ich dir gleich auch direkt zeigen. Das klingt gut, aber ich muss einmal noch kurz was gucken. Hühner, ne? Ja. Also anders. Kann man jetzt Erde unter der Erde so wechseln? Ich wollte eine Farm unter der Erde haben. Ja, das würde ich dann so machen, dass du aber... Geht das? Ja, das geht. Da musst du nur den... Nee, da musst du gar nicht. Du musst nur genügend Licht haben. Du musst halt überall Fackeln dann platzieren und sowas. Und das geht denn? Ja, das geht. Also du kannst Weizen und alles unten, also unter... Weil es geht ja darum, die brauchen doch hier Gras, oder nicht? Nein. Ne? Nein, nein. Das kannst du auch auf normaler Erde klatschen. Die wird ja sowieso feucht. Dann ist das Grüne sowieso weg. Geil. Das ist nicht das Problem. Mein Haus wird immer epischer, ich sag's dir. Ja, meins noch nicht. So, die Lava ist... Ich schau schon mal eben. Da vorne ist die Lava. Ich sehe sie ganz deutlich. Sehr geil. Also, wenn du los willst, musst du nur Bescheid sagen. Ich weiß nicht, was das hier für kranke Töne sind gerade. Ja, ich lasse einmal meine ganzen Kühe rammeln. Ja, stimmt. Das kann ich auch mal eben machen. Weizen. So. Ach, das ist mein Hund, der knurrt die ganze Zeit. Geil, ich habe schon 6 Kühe. Krass. Und 3 Babys. Nice. Ich habe jetzt 2 und ein Baby. Warum habe ich das nicht in der letzten Aufnahme schon gemacht, kurz bevor ich ausgemacht habe? Ich habe es letzte Aufnahme schon gemacht, deshalb habe ich schon 6. Ah, ich bin so hohl manchmal, ne? Echt. So, bist du denn jetzt so weit oder kann ich noch kurz ein bisschen mein Dach machen? Nee, wir können. Okay, dann lasse ich das aber schon mal im Inventar, damit ich das nicht gleich vergesse. So, hoffentlich schaffe ich das heute. Also ich habe 5 Eimer mit. Ich ein. Aber das ist ja dann, das passt dann schon. Ja. Ich komme zu dir oder was? Ja. Siehst du mich schon, ne? Da, ja. So, und dann müssen wir dahin. Da ist nämlich so ein Lavasee. Was ist das denn? Wo siehst du das denn? Drück mal M. Und dann scroll mal ein bisschen, also geh mal ein bisschen nach oben. Oder warst du da noch gar nicht? Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist da was. Sehen wir gleich. Ja. Das sind sogar 2 nebeneinander. Vielleicht haben wir ja sogar ein bisschen Glück. Wir haben auch so viele Hühner hier. Wir könnten auch eine Hühnerfarm machen, ne? Ich habe schon 25 Eier oder so gesammelt. Ah ja, cool. Wir waren auch nie wirklich einmal in einer Höhle drin. So eine richtig krasse Höhlentour oder so. Ich habe ja eine Höhle, aber ihr und die ist ja mit Minenanschluss und alles. Aber da wolltet ihr ja nicht mit mir rein. Ach, das weiß ich gar nicht mehr. Siehst du wohl? Tut mir leid. Ne, ist nicht entschuldbar. Ist hier was drin? Ne, sieht nicht so aus. Ich guck trotzdem mal rein. Ne, nur ein Tisch.
So, und wo ist jetzt... Ah, da ist der Lavasee schon. Ist gar nicht mehr weit. Ich hole mir nur eben ein bisschen Wasser. Spitzhacke habe ich sogar... Scheiße, ich habe keine Dingspitzhacke mit. Ich habe Diamantspitzhacke. Okay, weil ich habe Freezy Raid mit. Und die geht ja... Wahrscheinlich nicht. Kannst du ausprobieren. Ja, ich probiere es natürlich einmal. Ja, aus. Da sehe ich schon Lava. Sehe ich schon von hier. Ach, und das ist dieses komische, wo diese... Das ist diese komische Mini-Pyramide, die ich angesprochen habe, wo so leuchtende Blumen oben sind, aber das sind diese Blumen, die explodieren, also Vorsicht. Die explodieren. Ja, die explodieren, die da oben drauf sind. Ich sehe nichts, dass er explodiert. Ja, bleib mal. Ich glaube. Ich dachte, die explodieren. Aber das Blöde ist, wir haben hier jetzt keine. Jetzt explodieren sie. Glaube ich zumindest. Yep. Oh mein Gott. Oh oh. Alles fresh. Oh! Ja. Alter, du machst mir Angst. Das Problem ist, das ist kein Lavasee, aber wir können das ja ganz schnell zu einem machen. Hier oben ist ein Lavateich. Ach so, ja geil. Hast du Wasser? Wenn nicht, ich kann. Ich will erstmal. Hey, cool. Lava kassieren. Okay. So, ich will nur, ja. Jetzt habe ich nämlich schon mal 5 Eimer. Die will ich nämlich behalten. Okay, aber jetzt kann ich. Falls man die braucht oder so. Jetzt kannst du von mir aus. Yay! So, und dann mal gucken, ob es klappt. Aber vorher mache ich hier nochmal einen weg. No! Ich kann nicht abbauen. Ne, siehst du? Du baust mir bestimmt ein paar ab, oder? Pass auf, nicht, dass da unten Lava ist. Oh, hatte ich jetzt Schiss, ey. Du bist so ein Horst, ne? Oh, ne! Da ist Lava! Alter! Das Geile ist, ich wäre nicht mal mehr rausgekommen, weil ich habe die falsche Taste gedrückt und bin vor allem im Inventar gewesen. Wow. Diesen Waypoint kann ich ja jetzt wegmachen. Ah ne, mit entfernen, ne? Genau. Das ist aber ein kleiner Lavasee da unten. Ja, das war echt wenig, aber das reicht schon. Ich brauchte ja nur ein Obsidian, glaube ich. Also wir können wieder zurück. Ja, hast du Obsidian oder was? Nee. Ach so. Und ich dachte, dann? Du kannst mir ein, zwei abgeben. Ich dir ein, zwei abgeben? Ja. www.warumsollteich.de. Ist denn hier noch was? Na, okay, das ist nur eins. Ich glaub, oh, hier war, hier ist hier dieses Crystal Raid oder wie das heißt. Ist es da wieder? Ja, hier. Jawohl, sammel alles auf. Zumindest. Ach ja, ich habe ja keine. Ich habe ja keine Diamantspitzhacke. Kannst du mir deine kurz geben? Warum? Weil ich ja nicht abbauen kann. Ja, ich soll dir jetzt meine geben, damit du abbauen kannst. Ey, such den Fehler im Bild, ey. Also ganz kurz. Was ist denn mit dir kaputt, ey? Du hast auch den letzten Schlag nicht mehr gehört, oder was? Ach, scheiße. So. Kannst du sie mir denn kurz geben, bitte? Nein. Bitte. Nein! Jetzt muss ich extra wieder nach Hause laufen. Ja, mach. Ich gebe dir als Pfand so lange meine. Du hast keine Diamantspitzhacke. Nee, aber meine ist besser, weil die so schön verzaubert ist. Meine hat Unbreaking 3 und Effizienz 5. 4. Meine hat Unbreaking 3, Fortune 3 und Effizienz 5. Siehst also du? Sie hat noch Glück. Und ich habe Diamant. Trotzdem. Welches jetzt besser, hä? Meine, weil ich noch Glück 3 habe. Kannst ja nicht mal abbauen hier. Was machst du für eine Welle? Gehen wir jetzt bitte ganz kurz, ich bin hinter dir. Nein! Ich baue selber, warum sollte ich die... Ich gebe dir dann doch in der Zeit meine. Ja, und den kann ich auch nicht abbauen. Na klar, das ist ja nur Frizzy Raid. Ja, warum kannst du denn nicht abbauen? Weil man mit Frizzy Raid kein Obsidian abbauen kann. Wo ist denn Obsidian hier? Obsidian ist da oben, ich habe mir da wieder was gemacht. Ja, dann hol ich mir das. Alter! Toll, ein Block, meinst du das? Ja, das reicht mir ja. Das ist es ja. Außerdem fällt er in die Lava, du Vogel. Alter. Warum machst du sowas? Okay, warte. Ist das Obsidian? Ja. Baust du es mir ab? Ja, tue ich doch gerade. Das nächste sag ich doch, das fällt in die Lava. Alter. Hast du Angst? Ja, und jetzt mach so. Warte. Jetzt gucke ich kurz, ob da Lava ist, wenn nicht. Nein. Ja. Oh. Ist da Lava? Nein. So, jetzt kannst du abbauen und dann sammle ich das automatisch ein. Ich weiß gar nicht, warum ich so gut zu dir bin, ey. Danke. Hat aber auch lange gedauert, du.
Wolltest du irgendwas sagen? Nein. Willst du mich angreifen? Ja, ne? Okay. Machen die Creeper hinter dir schon. What? Ah! Scheiße. Okay, sie sind tot. Oh. Tut mir leid. Da musste ich kurz husten. Ist nicht entschuldbar. Alter, ist das viel. Ich hole mir so noch einen Stack so und dann. Okay, ich hab schon mehr als einen. Dann geht's mal nach. Dann gehe ich jetzt mal nach Hause. Man kriegt das Hammer schnell, ne? Ja, das ist so krass. Und ich müsste jetzt, glaube ich, schon 6 Stacks oder so haben. Das reicht erstmal. Diese Dinger sind so krass geil. Wenn man dann noch die Rüstung mit umsonst verzaubern könnte, wäre das beste Zeug in Hexet. Nein, das jetzt nicht, aber man weiß, was ich meine, ne? Wir verstehen die schon. Okay. Doch, ist ein geiles Zeug. Hm? Muss mich damit auch mal näher befassen. Ich habe davon auch jede Menge. Ich weiß noch, wo du dachtest, das sind Diamanten. Diamantlager! Ja, ich rumgeschrien habe wie ein Bekloppter, ey. Und dann alles weg. Naja. Ja, ist so. Ist jetzt passiert. Und oh mein Gott, was? Ein leuchtender Pilz. Damit kann ich doch bestimmt auch irgendwas anfangen. Ich nehme den einfach mal mit. Oh. Ich hab kannst ihn, leuchten. Ich habe ihn kaputt gemacht. Oh Gott, ist das schlimm. Ich kann es nicht abbauen. Warum nicht? Na, ich bin hier gerade irgendwo runtergefallen, weil ich den blöden Pilz haben wollte. Sagt er noch nicht mal tschüss, dieser Unmensch. Er ist schon wieder da. Oh, hallo. Oh, ich hatte doch noch Kabel im Inventar. Oh, ja. Ich bin so schlau manchmal. Wieso habe ich so viel Cobblestone im Inventar auf einmal? Keine Ahnung. Scale-Rüstung, mir fehlen noch die Schuhe. Genau, mir fehlen 4 Obsidian. 4 Obsidian habe ich jetzt. Okay, hier ist schneller. Du baust dir noch Freezer Raid ab? Ja, eigentlich brauche ich gar nichts, ne? Aber keine Ahnung. Weißt du, wann wir das nächste Mal da wieder sind? Ich glaube, da oben ist auch einer eingeschlagen. Auf jeden Fall ist da irgendwas weiß-helles. Aber Alter. Um das alles abzubauen, brauche ich ja Jahre, ey. Ja. Das ist ja so viel, ey. Hier haben wir auch noch einen Meteoriten. Ich bin unter der Erde und habe noch nicht mal das Ende von dem Scheißzeug gesehen. Ja, es ist so krass, wenn man unter der Erde ist. Das ist irgendwie voll komisch, wenn man unter einer Erde ist. Das hört dann gar nicht mehr auf. So. Aber wenn du was brauchst, ich verkauf dir was, ne? Jo, alles klar. Knackige 4 Stacks habe ich schon wieder. So, Hundi. Dann mache ich jetzt mir jetzt mal die komplette Scale-Rüstung. Warum habe ich die noch nicht? Ich hoffe, das ist dann dein nächstes Ziel, ne? Dass ich die kriege. Natürlich. Dafür, dass ich dir gerade Obsidian und oh so besorgt mein habe. Gott. Ich habe jetzt Resistance, nochmal Stärke extra und Fire Resistance. Ich glaube, das bedeutet, dass ich jetzt unter Wasser sozusagen. Ach, unter Wasser. In Lava schwimmen kann. Ist das jetzt die stärkste Rüstung, die es gibt, oder das wie? Das ist die stärkste Rüstung, somit die stärkste, die es gibt. Was heißt denn somit? Es gibt noch die Sieve-Rüstung, die ist genauso gut von den Rüstungswerten her wie die Scale. Die hat aber andere Attribute. Die macht ja zum Beispiel, wie ich gerade gesagt habe, Stärke, Resistenz und Feuerresistenz. Und die Sieve macht dich irgendwie 10-mal so schnell und du kannst voll schnell durch die Gegend rennen. Und dann gibt es noch die. Es gibt da noch irgendeine. Es gibt so die 3 besten und irgendeine noch so mit Knochen. Die ist auch nicht schlecht. Die hat aber auch wieder andere Attribute. Na gut, Frage ist welche, ne? Also Sieve oder Scale, würde ich mal sagen. Ich mache mir ja, auch aber was, wenn die andere auch so gut ist, dann. Ja, was die andere hat, das kann man ja schnell nachgucken. So, ich habe 32 Level. Ja, ne? Irgendwas dran sein. Ich verzauber jetzt mal ganz schnell noch meine Sachen. Ich habe hier doch noch 2 Bücher gehabt. Wo sind sie denn? Da sind sie. Power 5 und Unbreaking 3. Genau, das wollte ich ja auf meinen Bogen machen. Und Infinity. Infinity ist das Beste. Infinity? Und, auf was? Auf Bogen, unendlich. Ach so. Oha, oh, das geht laut. Nicht schlecht. Das hatte ich auch gerade eben, da habe ich auch erstmal leiser gemacht. Das hört sich so cool an. So, Bogen, verzaubern. Unbreaking 3 kostet. Ah ja, kostet 7. Ist ja nicht so viel. Und nochmal Power 5. Kostet 14. Geht so. Mein Schwert hat auch erst nur Sharpness 5. Fire-Aspekt wäre auch nicht so schlecht.
Und dieses Soul-Dings da, dass ich meine Sachen nicht verliere. Nee. Was war nochmal, dass ich nicht meine Sachen verliere? Soul-Tether, oder? Keine Ahnung. Du hast das gehabt, nicht ich. Das kann ich dir nicht sagen, du. Ja, guck ich dann mal. Okay, ich verzauber jetzt meinen Bogen mit Infinity. Wie teuer ist das denn? 11, ja, okay. Geht ja noch. Wie viele Level habe ich jetzt noch? Genau 0. Geil. So schnell sind noch wieder 32 Level weg. Ich glaube, wir müssen mal wieder zu einem Tower, ne? Ich bin gerade in einem, falls du es wissen willst. Ehrlich? Hm? Nice. Ich kann auch, ich habe den gerade gefunden, da dachte ich, guck ich mal rein. Oh, es schneit. Soll ich jetzt mal auch eben mit dem Weg anfangen? Ne, ich baue mich da kurz nach oben und mache dann das, was ich vorhatte. Alter! Wo kommen jetzt Zombies her? Nicht sterben. Ja, das Problem ist, wir gehen immer in Tower, wenn es Nacht ist. Wenn es Tag ist, spawnen da kaum Viecher. Das ist das Gute. Und nachts spawnen doppelt und dreifach. Wir wollen halt den Kick. Stimmt. So wie in der letzten Folge. Wo wir fast gestorben sind. Ich bin gestorben. Du einmal, ja. Zack und zack. So, damit mein Turm auch mal fertig ist. Aber es wird jetzt sofort Tag. Also du brauchst keine Angst mehr haben. Klingt gut. So, ich hoffe, das sieht dann auch nachher aus. Du wirst sowieso wieder meckern. Und wie sieht's aus? Ist das so ein Tower, wo gute Sachen drin sind, oder? Keine Ahnung, ich bin auch immer in der ersten Ebene, weil da so viele Viecher kommen. Ach so. Was sagt denn die Uhrzeit? Weil dann schaffe ich vielleicht meinen Turm noch... 17 Minuten... Oh nein, Boss! Ich freue mich immer über Bosse. Das gibt dann immer so schön viele Erfahrungspunkte. Und geile Items. Die darf man auch nicht vergessen, ne? Ja, das stimmt. So, und jetzt nochmal eine. So. Alter! Was denn? Der endlose Kampf hier, ey. Ich bin hier auf einer Treppe. Ja. Und da kommen die ganze Zeit so viele Viecher, dass ich nicht weiterkomme. Aber du wirst gleich wieder einen ganz krassen Level haben. Wenn du wiederkommst. Muss ich auch. Das Gute ist, wir haben ja jetzt eine, also eine halbwegs, noch nicht, aber eine entstehende Kuhfarm. Und da können wir uns alle bald einen Rucksack machen. Darauf freue ich mich schon. Ich habe einen Rucksack. Ja, ist aber auch nur ein kleiner. Es gibt ja auch noch Big Backpack. Ja, stimmt. So, jetzt schaue ich mal von der einen Seite, wie das jetzt aussieht. Also dieses hier... Alter, verpiss dich. Hier, Wassermelon bringt gar nichts, ne? Also Melon... Ein Nahrung neu. Ja, Melonen bringen echt nicht so viel. So, ich würde sagen, wir machen so 23 Minuten. Keine Ahnung, ich würde sagen, bis ich aus dem Tower raus bin. Aber nicht, dass das wieder zwei Parts dauert. Wenn du mir nicht hilfst, könnte das passieren. Du bist ja einfach reingegangen. Ja, du hättest ja dazukommen können. Du hast ja nichts gesagt. Ja. Ja. Brauche ich nicht. Manche Verbündete verstehen sich von selbst. Genau. Ich rieche das, dass du genau in diesem Moment in einen Tower gehst. Das ist doch selbstverständlich. Siehst du mich denn nicht? Ich bin doch genau hinter dir. Mhm. Warum knurrt mein Hundi mich an? Bin ich so schlimm? Also schlechtes Härchen, ne? Ich gebe mir mal gleich ein Stück Fleisch. Da kann kein Hund widerstehen. Boah, so viele Töne, die Chocobos kreischen rum, die Kühe. Und Hundi. Hundi. Ich sehe gleich unten schon stehen, Ishtar was slain by... Spider. Oder sowas, ja genau. Nein, natürlich nicht. Nicht unser Ishi. Der macht alle platt. Das hat er gestern bewiesen.
Das war aber auch richtig abartig. Das war übertrieben, ja. Alter, ich verstehe. Weiß auch immer nicht, was da los war. Ich auch nicht. Das liegt hundertprozentig daran, dass es nachts ist, gewesen ist. Und deswegen spawnen so abnormal viele. Das war richtig krank, ey. Aber das war ja richtig Hammer. Und dann noch so ein Fake-Tower, ne? Alter. 2, 3. Da kann man auch nur sauer werden, ne? 2, 3. Ja, das war echt. So, aber ich finde es schön, wenn es hier so schneit. Das sieht echt geil aus. So, habe ich jetzt hier meine Half-Slabs. Die habe ich sogar mit. Geil. Und dann mache ich hier einen hin. Hier. Da und... Nö, Tower hat sich nicht so gelohnt. Waren da aber ein paar Essenzen oder sowas, oder? Nö. Ne? Schon wieder so ein Fake-Dingen. Ja, keine Ahnung, war auf jeden Fall nur Scheiße drin. Kacke. Also da mit Tower und sowas haben wir ja viel Pech, ne? Muss man mal sagen. Ja, eigentlich schon, aber vielleicht hier, wenn wir mal... Vielleicht sollten wir beide tatsächlich mal hier in die Höhle gehen. Das könnte man auch im Livestream machen, ne? In die Höhle, die ich gefunden hatte. Ja. Da ist eine Mine dran, ne? Ja, könnte man aber auch da machen. Aber da brauchen wir auf jeden Fall Rucksack, ey. Ja. Eine Mine ist voll. So, oh, das sieht so schön aus, wenn es hier schneit, ne? Also ich hab's mir schlimmer vorgestellt hier mit unserer Schneestadt. Aber geil. Das ist richtig geil hier. Es ist nur ein bisschen blöd mit dem Weg. Ich schau mal eben, was man da machen kann. Ich habe ja noch ein paar... Was meinst du? Hier Wege verlegen. Es ist ja blöd, dass es immer schneit. Ja, gut. Aber ich versuch mal eben was. Kannst du dir ja mal dann angucken, wenn du... Du kommst ja bestimmt noch in der Aufnahme hier zurück. Und... Nein, nein,